Oder anders gesagt, wenn er nicht krank ist, dann macht ihn krank, er muss es ja nicht merken. Also, es kann durchaus sein, dass Sie hier noch lächelnd sitzen, aber in Ihrer Krankenkassenakte sind Sie bereits dem Tode sehr nahe, ja? Was ist noch neu? Neu ist noch an dem System, dass Ärzte jetzt genau vorgeschrieben bekommen, planwirtschaftlich, wie viele Patienten sie behandeln dürfen. Ja? Und wenn der jetzt das also praktisch erreicht hat, das Planziel, das Plan soll, dann muss er die Behandlung aus eigener Tasche zahlen. Also auch neu für Sie, achten Sie darauf, dass Sie einen Arzt finden, der sich Ihre Behandlung auch leisten kann. Ja? Und bringen Sie ihm mal einen Teller Suppe mit. Was sich nicht ändert, dem System droht ein riesiges Milliardenloch, ja, in dem Ulla Schmidt vermutlich wieder nicht verschwinden wird. Ulla Schmidt, auch so eine schrödersche Altlast. Jetzt ist sie bald 9 Jahre im Amt und wäre die Dame ein Auto, dann gäbe es für sowas eine Abwrackprämie. Die Gesundheitsreform. Die Gesundheitsreform, dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Arzt, einen Orthopäden, ja. Und er bricht für uns heute mal die ärztliche Schweigepflicht. Begrüßen Sie bitte den Orthopäden Dr. Roland Wertzinger. Herr Doktor. So. Herr Dr. Wertzinger, jetzt gibt es mal die Bohle. Ja. Gerne. Herr Dr. Wertzinger, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie haben in diversen Zeitungen sich zu Wort gemeldet. Gab es Artikel, da haben Sie angekündigt, Ihre Praxis demnächst zu schließen, ja, weil das alles nicht mehr geht. Gleichzeitig sagt Ulla Schmidt, die Ärzte hätten alle 10% mehr Geld durch die Reform. Ja. Herr Söder sagt, kein Arzt wird weniger als 5% verlieren. Also, was gilt jetzt? Kann, glaube ich, keiner verstehen. Wir haben 4,2% sollten wir jetzt mehr bekommen und wir werden getröstet damit, dass 5% weniger auch nicht so schlecht ist. Aha. Ja, haben Sie jetzt mehr oder weniger? Deutlich weniger. Deutlich weniger. Jetzt, was ist jetzt für Sie als Orthopäde, als Facharzt neu nach der Reform? Wir kriegen bereits zu Anfang des Quartals mitgeteilt, was wir maximal bekommen, also ein Regelleistungsvolumen. Also wie viele Patienten? Das heißt, das wird sich orientieren an der Zahl an Patienten, die wir im Vergleichsquartal ein Jahr zuvor hatten. Wie viele Patienten dürfen Sie momentan in 3 Monaten behandeln? Knapp 1050. Und für jeden kriegen Sie irgendwas Durchschnittliches? Das ist ausgewiesen, sind 29,12 €. 29 Euro. So, und was ist jetzt, wenn jetzt der, wie viele Patienten dürfen Sie haben? 1050 etwa. 1050, wenn jetzt der 1051. kommt? Dann wird das runtergerechnet und zwar nicht um 10% gemindert, sondern auf circa 10%. Das heißt, ich behandle den mit allen notwendigen Untersuchungen, Behandlungen, Therapien für 2,92 Euro. Aha. Ja, und wenn jetzt der kommt, das heißt, Sie schicken den dann weg, weil Sie sagen, ein Kassenpatient, wir sprechen von Kassenpatienten, dann schicken Sie den doch weg, oder wie? Das dürfen wir nicht. Wir haben eine Behandlungspflicht. Ja. Also einen gesetzlichen Auftrag, der ist ja auch wichtig und den wollen wir auch erfüllen. Und wir dürfen den aber nicht abweisen. Wir können nur abweisen wegen Überfüllung der Wartezimmer zum Beispiel. Das ist der einzige Grund. Gut. Und das heißt, also Sie bezahlen das aus eigener Tasche? Ja, im Endeffekt bezahlen wir den umsonst. Aber Sie haben doch auch noch Privatpatienten. Die bringen doch, die machen doch das Geschäft. Das war ja bisher so, dass wir mit Privatpatienten eine Querfinanzierung gemacht haben, damit die Kosten, die entstehen im Laufe des Quartals, ausgeglichen haben. Ja. Durch die Runterregulierung jetzt, und das sind nicht 5%, das soll mal 5% werden, das wird sich auch erst in 2 Jahren weisen, solange ist ja dieser Kompromiss erstmal ausgewiesen. Mit diesen 5% könnte man noch nicht mehr jetzt leben, weil wir all die Jahre immer weniger bekommen haben. Ist das jetzt wirklich so, dass Sie jetzt, also mal ganz ehrlich, Herr Doktor, ja? Dass Sie drauflegen oder ist das ärztliches Gejammere? Naja, nein, es ist kein Gejammere auf hohem Niveau. Also wir haben das Problem, also meine Praxis jetzt, dass ich im letzten Quartal 10.800 Euro mitgebracht habe. Das heißt, ich habe mehr Geld hineingebracht, als ich umgesetzt habe. Also im Quartal in 3 Monaten? In 3 Monaten. Also praktisch pro Monat 3.300, ja, die Sie drauflegen? So ist das, ja. Aus Rücklagen. Und könnten Sie da noch andere Geschäftsfelder, also Schönheitschirurgie, ich meine, das...
ist ja nicht geschützt. Jeder Arzt, der ein Messer halten kann, dürfte es machen. Ne? Also ich bin ja irgendwann mal angetreten, um eine Medizin zu machen, damit ich weiterhin Menschen helfen kann und in den Spiegel schauen kann. Und ich bin jetzt in erster Linie Arzt, in zweiter Arzt und in dritter muss ich ein bisschen Kaufmann auch sein. Aber die Umkehrung dieser Prozesse, dass ich in erster Linie Kaufmann bin und eine Ware verkaufe und dann irgendwann mal als Mediziner tätig bin, das möchte ich nicht. Jetzt spricht aber die Ulla Schmidt davon, dass das nur gefühlte Honorareinbußen wären. Hm? Also stimmt mit Ihren Gefühlen was nicht? Oder? Es wäre ja schön, wenn durch diese gebetsmühlenartige Wiederholung von Unwahrheiten das wahrer werden würde. Das ist ja nicht so. Wir haben ganz eindeutige Zahlen. Jetzt ist es die ärztliche Sicht. Als Patient, wie merke ich das jetzt? Also es heißt jetzt immer Zweiklassenmedizin. Mhm. Und de facto müssen Kassenpatienten jetzt länger warten, bis sie drankommen. Ja, indirekt. Wir können also außer es ist ein Notfall, dann müssen Sie. Wir müssen sowieso. Aber wenn ich jetzt zum Hautarzt gehe und sage, ich habe eine Nachbettentzündung, sagt der vielleicht, kommen Sie in 3 Wochen wieder, vielleicht ist er Tumor, dann nehme ich Sie. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber darauf läuft es hinaus. Aha. Wir werden weniger, wo können wir denn sparen? Wir können nicht an den Fixkosten sparen. Wir können beim Personal einsparen, das heißt Arzthelferinnen werden wie bei mir jetzt in der Stundenzahl reduziert, in Kurzarbeit geschickt. Dadurch reduziert sich aber auch die Anzahl an Sprechstunden, die wir anbieten können. Also ich muss länger warten und ich habe schon von vielen gehört, dass sie nicht mehr drankommen, dass sie abgewichelt werden. Jetzt können sie nicht sagen, ja, so ist es, ne? Aber, aber es passiert. Ja, das wird die Konsequenz sein. Aha. Das wird eine Leistungsverknappung geben. Wer profitiert denn dann von der Reform? Ja, ist die Frage, was gewollt ist hier in Deutschland. Und ich habe so den Eindruck, dass wir jetzt auch einen Wechsel hin von einer sozialen Medizin, wo der Mensch im Mittelpunkt war, zu einer sozialistischen Medizin bekommen. Ach, eine so, zentralistische Planwirtschaft. Aber das haben wir ja überall gerade, Verstaatlichung. Ne? Ja, das hat ja im Ostblock nicht unbedingt zum zur Fortune gebracht, geführt. Wir führen das aber jetzt ein und eine Staatsmedizin kann nicht zum Vorteil der Patienten sein, der Medizin sein. Wie ist das eigentlich mit den Krankenkassen? Die sind jetzt ja wirklich ganz scharf auf Kranke. Haben die Ihnen auch schon angeblich, habe ich jetzt gehört, der Ärztepräsident sagt schon, er hätte Angst, dass die Ärzte bestechlich werden, dass die in die Kassen was zahlen, dass sie die Patienten kränker machen, als sie sind? Na, das glaube ich jetzt weniger, aber ich weiß, dass zumindest in Bayern Mitarbeiter der AOK in Kinderarztpraxen waren und dort die Dateien gefilzt haben und geguckt haben, wer ins Chronikerprogramm reinkommt. Also wer richtig schön krank sein könnte. So ist es. Ja. Aha. Weil die Kassen natürlich dann mehr Geld bekommen. Was wir erleben werden, ist Ende dieses Jahres, dass wir ein richtig krankes Volk werden. Ja? Weil statistisch gesehen natürlich für die Kasse jetzt der kranke, der chronisch kranke Patient interessant wird. Ah ja, verstehe. Mhm. Ja, und wie lange halten Sie noch durch? Ja, ich hoffe, dass das mit den Rücklagen, wir die Zeit bis vielleicht politisch sich die Weichen etwas anders stellen und diese Planwirtschaft abgeschafft wird, dass wir da durchhalten können. Das heißt, wir bauen alle so ein bisschen auf den Herbst und dass zumindest Ulla Schmidt dann nicht mehr in einer Regierungsverantwortung sitzt. Ja, ja, viele sagen ja, man sollte... Oh, Applaus! Ich meine, ich wundere mich, es gibt in Deutschland 500.000 Ärzte, dass die es nicht schaffen, die in die Wüste zu schicken, aber man muss auch an die Wüste denken wahrscheinlich. Ne? Herr Dr. Wertzinger, noch eine allerletzte Frage, es ist ein knapp schon, aber wo Sie schon mal da sind. Ich habe seit einigen Wochen, wenn ich morgens aufstehe, habe ich einen Schmerz am Fuß. Und jetzt hat mein Kumpel gesagt, da soll ich einen Orthopäden. Können Sie mal, ich zahle es auch, ja. Können Sie mal ganz kurz nachschauen, wo da das Problem ist. Wenn ich auftrete, tut es total weh. Bei den ersten Schritten in der Früh. Ja, die ersten 20 Schritte. Sie haben hier den Schmerz? Ja, da, genau. Also ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fersensprung.